Katholisch 1TV. Heute unter anderem mit diesen Themen. Wach auf, mach auf. Die missionarische Woche in Wallerstein. Augsburg macht Druck. Die neue Ausstellung im Diözesanmuseum. Und auf dem Weg des Glaubens. Erwachsene bereiten sich auf die Taufe vor. Und damit grüß Gott und herzlich willkommen. Missionieren kommt von Mission. Eine Mission haben, das klingt irgendwie positiv. Das Wort missionieren hat dagegen oft einen negativen Beigeschmack. Niemand möchte zu etwas überredet werden, was er gar nicht will. Umso mehr Mut gehört dazu, für den katholischen Glauben auf Werbetour zu gehen. Das haben auch in diesem Jahr wieder junge Leute in den vergangenen Tagen bei Wallerstein gemacht, bei der Missionarischen Woche 2017. So sehen Missionare im Jahr 2017 aus. Sie sind jung, gut gelaunt und verbinden lauten Spaß mit einer echten Gläubigkeit, die sie auch problemlos nach außen zeigen und gerne weitergeben. Für die Leute, die hier wohnen, wollen wir definitiv rüberbringen die Freude am Glauben, die wir haben. Und ich glaube, das ist für die Jugendlichen oder die jungen Erwachsenen auch eine ganz wichtige und gute Zeit zu lernen, wie rede ich überhaupt über meinen Glauben. Die missionarische Woche findet zum dritten Mal statt. Nach Föhringen und Breitental jetzt in Wallerstein. Junge Menschen singen, tanzen und verbreiten ihren Glauben. Jeden Tag ist eigentlich so eine Begegnung dabei, wo man sagt, dafür hat es sich gelohnt und da konnte ich irgendwie jemandem was mitgeben oder die Person hat sich voll geöffnet oder gefreut, dass wir da waren. Wir haben so viel erlebt und es ist einfach schön zu sehen, wie die Menschen sich freuen, dass wir kommen. Das ist echt beeindruckend. Hätte ich nicht erwartet so. Von Haus zu Haus kann sich das verändern. Mal ist es dann, dass man hingeht und dann, oh, habe ich schon erwartet, lasst mir rein. Und bei anderen, wenn man sagt katholisch, geht die Tür wieder zu. Heute steht noch so einiges auf dem Programm. Während eine Gruppe zum gemeinsamen Beten in die Kirche geht, heißt es für die anderen, jung trifft alt. Beim Seniorennachmittag in der Mehrzweckhalle von Wallerstein ist richtig was los. Die Teilnehmer der missionarischen Woche haben extra für diesen Nachmittag ein paar lustige Sketche aus dem Beichtstuhl vorbereitet. Die Arbeit hat sich gelohnt, die Spielszenen sind einfach witzig und die Zuschauer fühlen sich gut unterhalten. Wir hören das immer wieder, dass die Leute sagen, ach, es kommen noch keine jungen Leute in die Kirche. Und dann freuen sich die Besuchten und sind auch erstaunt, dass genau die Zielgruppe, die sie am wenigsten in der Kirche vermuten, am leidenschaftlichsten für den Glauben in die Kirche eintritt. Die örtliche Pfarrgemeinde ist eng in die missionarische Woche eingebunden. Jeder bringt sich mit ein und alle, die hier in Wallerstein mitmachen, lassen sich gerne von der Begeisterung der jungen Gläubigen anstecken. Der Reiz der missionarischen Woche und der Hausbesuche liegt ja gerade darin, dass nicht die Pfarrer unterwegs sind, nicht die Kirchenprofis, sage ich mal, sondern einfach die jungen Leute, die Freude, der Enthusiasmus der jungen Leute, der es tatsächlich schafft, die Herzen von Menschen zu bewegen. Ein ganz wichtiger Bestandteil der missionarischen Woche sind die Hausbesuche. Wir dürfen Veronika und Isabel an diesem Nachmittag dabei begleiten. Zu zweit gehen sie von Haus zu Haus und versuchen, mit den Bewohnern ins Gespräch zu kommen. Hallo, ja, wir kommen von der Pfarrgemeinde Wallerstein. Wir wollen einfach den Glauben wieder neu zum Blühen bringen und neue Freude am Glauben den Menschen bringen. So sprechen sie von ihrem Glauben und laden auch zum Beten ein. Ihre Erlebnisse, so schildern sie, sind ganz unterschiedlich, aber die positiven Seiten stehen doch im Vordergrund. Und so gehen sie immer weiter, soweit die Füße und der Glaube sie tragen. Gedruckt ohne Hilfe eines Schreibrohrs, eines Griffels oder einer Feder. Vielmehr dank einem wunderbaren Zusammenspiel von Druckstempeln und Typen. Dieser Satz stammt von Johannes Gutenberg. Und Sie wissen, um welches Thema es jetzt geht. Um den Buchdruck. Augsburg war eines der Zentren des Buchdrucks im Mittelalter. Nicht zuletzt, weil hier der Bischof seinen Sitz hatte. Das Augsburger Diözesanmuseum zeigt nun erstmals in Zusammenarbeit mit der Staats- und Stadtbibliothek sowie der Unibibliothek eine Ausstellung über die Anfänge des Buchdrucks in einer Metropole des 15. Jahrhunderts. Sie heißt Augsburg macht Druck. Das Augsburger Diözesanmuseum ist abgedunkelt, denn zu viel Licht könnte die kostbaren Ausstellungsstücke auf Dauer ruinieren. Und es ist ein wahrer Schatz, der hier zusammengetragen wurde und der Öffentlichkeit präsentiert wird.
Allein die Bestände der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg sowie der Unibibliothek können ein vollständiges Bild von den Anfängen des Buchdrucks in Augsburg liefern. Man denkt ja, gedruckte Bücher, naja, sind keine singulär gemalten Handschriften. Dennoch ist der Versicherungswert enorm, weil es ja nicht 100.000 gedruckte Exemplare von einem Stück gibt. Also sprich, jeder der Kooperationspartner wäre nicht einzeln in der Lage gewesen, eine solche Ausstellung durchzuführen. Und deswegen haben wir eine Kooperation hier, wo drei Partner ihre Stücke einfach zur Verfügung stellen sozusagen und einer breiteren Öffentlichkeit zum ersten Mal im Übrigen zugänglich machen. Es war Johannes Gutenberg, der Mitte des 15. Jahrhunderts den Druck mit beweglichen Lettern erfand. Bereits 5 Wochen nach seinem Tod 1468 erschien in Augsburg das erste gedruckte Buch, noch vor Nürnberg, Paris oder Rom. Maßgeblich daran beteiligt war der Reutlinger Drucker Günther Zeiner. Von ihm stand auch das kleinste Exponat der Ausstellung. Es ist das erste gedruckte Gebetbuch überhaupt. Es stammt aus dem Jahr 1471. Weltweit gibt es nur noch 6 Exemplare. Auch die erste Klosterdruckerei entstand in Augsburg, im Kloster St. Ulrich und Afra. Überhaupt waren im 15. Jahrhundert meist Bischofsstädte Zentren des Buchdrucks. Und das nicht nur, weil Kirchen oft die verlässlichsten Auftraggeber waren. Ein Drucker braucht eine Vorlage, nach der er drucken kann. Er muss auf Suche gehen nach einer Handschrift, die den Text überliefert, den er drucken will oder den jemand in Auftrag gibt. Die reichste Auswahl ist zweifellos in Klöstern, die reichste Auswahl ist in Dombibliotheken. Da ist Augsburg sehr gut ausgestattet, ist auch ein sehr guter Standort dafür. Wir haben auch im Zusammenhang mit der Vorbereitung hier auch Handschriften entdeckt, an denen man die Spuren des Setzers findet und ganz konkret sagen kann, nach dieser Handschrift aus St. Ulrich und Afra ist jener Druck entstanden. Charakteristisch für den Augsburger Buchdruck waren volkssprachliche Werke. Um 1500 machten sie mehr als die Hälfte der Druckerzeugnisse aus. Auch Bibeln gehören dazu. So stammen zu dieser Zeit allein 7 von 12 oberdeutschen Bibeldrucken aus Augsburger Pressen. Doch Augsburg hat nicht nur geistliche Literatur hervorgebracht. Die Bandbreite umfasste damals weitaus mehr. Und Sie müssen versuchen, also wenigstens war es unser Ansatz, Sie müssen versuchen, dass Sie möglichst viel von der Bandbreite zeigen. Die ganze Breite von der Theologie, der klassischen Theologie, über erbauliche Literatur, dann über Reiseliteratur vor allem, spielt hier eine große Rolle, bis hin zu diesen liturgischen Druckwerken oder aber auch diesen wissenschaftlichen, astronomischen Drucken, möglichst exemplarisch ein Exemplar herin zu haben. Ne? Die Sonderausstellung Augsburg macht Druck ist noch bis Mitte Juni im Augsburger Diözesanmuseum zu sehen. Geöffnet ist immer dienstags bis sonntags. Mehr Informationen finden Sie im Internet unter museum-sankt-afra.de. Und jetzt geht es bei uns weiter mit den Kurznachrichten. Der emeritierte apostolische Protonotar Georg Schmuttermeier ist am vergangenen Sonntag im Alter von 84 Jahren in Scheiern gestorben. Der Domkapitular in Rente wurde am gestrigen Samstag im Innenhof des Augsburger Doms in der Grablege des Domkapitels beigesetzt. Zuvor fand das Requiem für den Verstorbenen statt, der knapp 50 Jahre lang Priester war. Domdekan Prälat Bertram Meyer würdigte in der Predigt das Wirken Schmuttermeiers als Priester, Professor und Seelsorger. Er habe sich immer als Sprachrohr des Wortes Gottes verstanden. Georg Schmuttermeier wurde in Pfaffenhofen an der Ilm geboren, studierte Geschichte, Germanistik und Theologie. Bischof Josef Stimpfle weihte ihn 1967 zum Priester. Zunächst war er als Stadtkaplan in Dillingen tätig, später als ehrenamtlicher Behindertenseelsorger. Nach seiner Habilitation hatte er 27 Jahre lang den Lehrstuhl Biblische Theologie an der Universität Regensburg inne. Bis zu seiner Emeritierung im Jahr 2002 war Georg Schmuttermeier in der Diözese Augsburg im bischöflichen Ordinariat tätig. Beim 10. Dialogtag der katholischen Jugendsozialarbeit haben etwa 100 Verantwortliche und Fachleute über das Thema Radikalisierung gesprochen. Unter dem Motto »Verstehe«, De-Radikalisierung junger Menschen im Gespräch haben sich Vertreter der Jugendsozialarbeit aus Politik und Verwaltung sowie Kirche und Wissenschaft im Kolpinghaus in Augsburg getroffen. Sie wollten einen differenzierten Blick auf verschiedene Formen und Ursachen der Radikalisierung junger Menschen werfen.
Wir haben es jetzt stark mit salafistischen und islamistischen Bewegungen zu tun. Und da ist es dringend notwendig, dass unsere Mitarbeiter auch Informationen haben, dass sie Kenntnis von diesen Dingen haben. Und daher diese Tagung heute. Wir müssen unsere Einrichtungen qualifizieren, auch mit diesem Problem und Phänomen umgehen zu können. Die Dialogtage sind eine Plattform für verschiedene Akteure der Gesellschaft. Hauptanliegen sind der fachliche Austausch und die Vernetzung aller Beteiligten. Domdekan Prälat Bertram Mayer hält an den kommenden Sonntagen wieder Fastenpredigten während der Heiligen Messe um 11.30 Uhr im Augsburger Dom. Sie dienen zur Vorbereitung auf das Osterfest und stehen in diesem Jahr unter dem Thema »Gott steigt ab«. Diese kurze Formel zeige, worauf es Gott ankommt. Er kniet sich hinein in den Menschen, zeigt volles göttliches Engagement, damit der Mensch gerettet werde, so Domdekan Mayer. Die Predigtreihe während der diesjährigen österlichen Bußzeit zeichnet den Weg Jesu nach, von seiner Taufe bis zum Tod am Kreuz. Der Zugang zu einem verschreibungspflichtigen Betäubungsmittel zur Selbsttötung darf in extremen Ausnahmefällen nicht verwehrt werden. Dieser Spruch des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig sorgt in Kirchenkreisen für Kritik. Der Familienbund der Katholiken im Bistum Augsburg spricht von einem erschreckenden rechtlichen Richtungswechsel und einem Verstoß gegen die Schutzpflicht des Staates. Das Urteil widerspreche dem christlichen Verständnis von Solidarität und menschlicher Zuwendung am Lebensende. Auch der Augsburger Weihbischof und Ethikexperte Anton Losinger äußerte sich kritisch. Wer entscheidet, was ein solcher Extremfall eigentlich ist? Das Lebensrecht vom ersten Augenblick bis zu einem friedlichen Tod sei indiskutabel, so Losinger. Bei der Aktion Meins wird Deins, jeder kann St. Martin sein, der Aktion Hoffnung sind in Kindertagesstätten, Schulen und Pfarrgemeinden rund 6000 Kilogramm Kleidung zusammengekommen. Mit den erzielten Verkaufserlösen, insgesamt 23.000 Euro, unterstützt die Aktion Hoffnung Kinder und ihre Mütter in einem Bildungszentrum im Norden Kenias. Dort lernen die Kleinen lesen, schreiben und rechnen sowie alles über den Obst- und Gemüseanbau. Die Aktion beweist jedes Jahr wieder, dass Kinder gerne teilen. Vor allem dann, wenn es darum geht, anderen Kindern zu helfen, sagte Pfarrer Ulrich Lindl. Er ist Aufsichtsratsvorsitzender der Aktion Hoffnung. Das waren die Nachrichten im Überblick. Bei uns geht es gleich weiter mit einem Bericht über Erwachsene, die sich auf ihre Taufe vorbereiten. Und außerdem zeigen wir Ihnen einen besonders schönen Ansatz zur Fastenzeit. Hier finden Sie schnell und einfach Ihren Traumberuf. Jobs im Allgäu.de, Ihr regionaler Jobmarkt. Jetzt kostenlos registrieren und direkten Kontakt zu Ihrem Wunschunternehmen aufnehmen. Jobs im Allgäu.de, die Jobbörse der Allgäuer Zeitung. Die Stimme des katholischen Deutschlands, die katholische Sonntagszeitung. Jede Woche Interessantes und Wissenswertes aus der katholischen Weltkirche und von hier bei uns. Die Stimme des katholischen Deutschlands. Jetzt kostenlos testen. Wir wollen, dass Sie schon morgens wissen, was der Tag bringt. Deswegen arbeiten wir als Zusteller. Bewerben auch Sie sich. Christi.de, das Mitmachportal der Allgäuer Zeitung. Mit eigener Kollektion im Christi-Shop. Für alle eingefleischten Allgäuer und die, die es werden wollen. Die Christi-Kollektion erhältlich in allen Servicecentern der Allgäuer Zeitung. Unter christi.de/shop oder unter 0831 206 190. Christi.de, meine Heimat online. Finden und gefunden werden. Stellen Sie jetzt anonymisiert Ihre Bewerbungsunterlagen ein und erhöhen Sie die Chance auf Ihren Traumberuf. Jobs im Allgäu.de. MyClickCard, die exklusive Kundenkarte für das Allgäu und die Bodenseeregion. Viele Vorteile und Sofortrabatte. Hier kaufen, hier sparen. Bei unseren Vorteilspartnern erhalten Sie alle Angebote ein ganzes Jahr lang. Mehr Infos unter www.myClickCard.de. Nach rund einjähriger Vorbereitung in den jeweiligen Pfarrgemeinden war am vergangenen Wochenende für über 30 Männer, Frauen und Kinder ein ganz besonderer Moment.
Bei einem Gottesdienst im Augsburger Dom sind Sie von Bischof Konrad Staser für die Sakramente der Taufe, der Firmung und der Eucharistie zugelassen worden. Katechumenen, also Taufbewerber, so heißen all diejenigen, die bisher noch nicht getauft sind und das als Erwachsene jetzt nachholen möchten. Sie alle wollen katholisch sein. Bei der Zulassungsfeier sind sie ihrem Wunsch ein großes Stück näher gekommen. Es waren viele Taufbewerber, die an diesem Tag einen weiteren Schritt auf ihrem Weg des Glaubens vorangingen. 19 Frauen, 11 Männer, 2 Kinder aus 17 Pfarreien des Bistums. Und jeden einzelnen von ihnen hat Bischof Konrad Starsat zu sich gerufen, um zum einen das Empfehlungsschreiben entgegenzunehmen, aber auch um den Kandidaten näher kennenzulernen. Denn jeder Bewerber hat seine ganz eigene Geschichte. Dieses Mal ist es besonders spannend, weil wir haben die Bandbreite, dass es Menschen sind, die aus der ehemaligen DDR kommen, aus dem atheistischen. Wir haben aber auch diesmal Leute dabei, die aus dem freikirchlichen Bereich kommen, nie getauft worden sind und dann eigentlich rausgefallen sind und jetzt wieder den Glauben entdeckt haben. Und wir haben auch Menschen, die durch Flucht nach Deutschland gekommen sind und teilweise, also wir haben Leute aus Nigeria da, die aus dem christlichen Umfeld kommen in Nigeria, aber doch diesen langen Weg, der in Afrika ist, nicht auf sich genommen haben und hier begleitet werden. In seiner Predigt betonte Bischof Konrad Starsat noch einmal an alle Gläubigen gewandt, dass Gott den Glauben schenke. Er will, so sagte er, dass wir uns mit ihm auf den Weg machen, offen für ihn sind. Allein schon die Tatsache, dass einem das Leben geschenkt worden ist, ist die beste Grundlage dafür, dass es auf dieser Strecke auch weitergeht nach Gottes Willen. Und das ist, so könnte ich es mal versuchen zu erklären, der Glaube. Das heißt, dass wir für Gott ganz bedeutsam sind und dass unser Leben nicht einfach irgendwie mal nach 50, 60, 70 Jahren wieder beendet sein soll und wir vergessen sind, sondern dass wir zum Leben gekommen sind, um ewig zu leben. Und das sollen wir, weil wir ja Menschen sind und eine eigene Würde haben, auch selber beherzigen und bekennen. Ganz besonders dankte Bischof Konrad Starsat an diesem Tag auch all den Verantwortlichen in den Gemeinden sowie den Paten der Taufbewerber. Sie tragen einen wesentlichen Teil dazu bei, den Katechumenen den Weg zum katholischen Glauben zu ebnen. Nun folgte der Höhepunkt des Gottesdienstes, die Zulassungsfeier zu Taufe, Firmung und Eucharistie. Es war ein aufregender Moment, als der Bischof noch einmal alle Namen aufrief und die Männer, Frauen, Kinder und Jugendlichen zu den jeweiligen Sakramenten zuließ. Im Anschluss traten die Katechumenen vor dem Bischof, der jeden einzelnen von ihnen segnete. Das war jetzt echt super, also waren alle total herzlich, ich wurde auch schon total herzlich begrüßt und doch ist auf jeden Fall ein tolles Erlebnis. Es war heute sehr emotional, sehr ansprechend in dieser großen Gemeinschaft. Ich komme dazu, ich hatte im Erwachsenenalter erst die Taufe. Und jetzt mit etwas Zeitverzögerung soll es auf die Firmung zugehen. Ich fühle mich erleichtert, dass alles so gut gelaufen ist. Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Hauptgrund ist eigentlich mein Kind gewesen, weshalb ich das machen wollte. Der ist jetzt erst schon in der Schule. Und dazu habe ich mich entschieden, dann auch mitgetauft zu werden, weil meine Eltern das früher bei uns nie gemacht haben. Ich bin nicht getauft worden, bin aber in Bayern groß geworden und habe somit den katholischen Glauben kennengelernt. Und der komplette Entschluss kam halt jetzt eigentlich aus, seitdem ich seit 7 Jahren Bestatter bin. Einfach super cool, weil ich auch getauft werde. Und warum möchtest du getauft werden? Weil ich dann mit Gott verbunden bin. Und super cool, wie der 8-jährige Milan sagen würde, war schließlich auch der Nachmittag der Begegnung im Anschluss an den Gottesdienst. Im Kolpinghaus hatten die Taufbewerber die Möglichkeit, den Bischof näher kennenzulernen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Denn so unterschiedlich all die Menschen auch sind, sie alle verbindet dieser eine Wunsch, katholisch sein. Er ist vierfacher Familienvater mit viel Berufserfahrung im richtigen Leben. Albert Greiter ist Landwirt, Orgelbauer, Klinik-Notfallseelsorger, Hospizvereinsvorstand, Religionslehrer und nach einem Theologie-Fernstudium seit 10 Jahren auch ständiger Diakon in seiner Heimatpfarrei Germeringen. Greiter hat langjährige Erfahrungen als Hospizbegleiter, in der Jugendarbeit und als Arbeits- und Familientherapeut. Und er hat zusammen mit Melanie Lippel ein kleines Buch geschrieben. Es heißt Probier's mal und hat einen ganz besonders schönen Ansatz für die Fastenzeit. Herr Greiter, Ihr Buch heißt ja nicht richtig Fasten, Ihr Buch heißt Probier's mal.
Also es geht wohl nicht so sehr um den Verzicht, sondern es geht mehr darum, neue Erfahrungen machen zu können. Es geht genau um das, es geht um Veränderungen. Immer wieder sind wir gefordert, Veränderungen in unserem Leben zu machen. Natürlich scheitern wir oft. Also bei mir ist immer so, man will Schnupfen aufhören, weniger essen, mehr für Gesundheit tun und dann scheitert man. Und dann könnte man so sagen, dass man es immer mehr dieses Scheitern wert, sondern jetzt in dem Buch ist so, dass man Veränderungen ja probieren soll, immer wieder einüben soll und nie aufgeben soll. Und das sind ganz kleine Veränderungen, nicht die großen, sondern die kleinen Sachen sind es. Für wen ist denn Fasten sinnvoll und wann ist denn Fasten sinnvoll, beziehungsweise etwas Neues zu probieren? Ja, ich sage ja, Fasten, es muss nicht immer Fasten sein. Mir geht es um Veränderungen. Und Veränderungen können in der Fastenzeit sein. Aber es geht ums Allgemeine. Während des Jahres einmal mehr was probieren. Und im Buch sind viele so Tipps, wo man irgendwann mal machen kann. Es muss nicht ein ganz bestimmter Zeitraum sein. Wenn jemand sagt, ja, gerade in der Fastenzeit will ich Veränderungen machen, dann ist das toll. Und Veränderungen sind immer gut. Verändern unser Leben, machen es besser. Können Sie uns denn mal ganz für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer und auch für mich mal so ein paar Tipps geben, wie es denn gelingen kann? Man muss üben. Es ist ja mal ein Marathonlauf. Man packt ja jetzt einfach Schuhe an und dann läuft man einen Marathonlauf. Sondern man muss immer wieder probieren, immer wieder so kleine Schritte machen. Und so Übungen sind gerade, wir haben das Buch in mehrere Abteilungen, Ehe, Familie, Beruf, Freizeit und so weiter, was halt das Leben so ausmacht. Und dann gerade in Beziehungen, dass man zum Partner sagt, toll, dass ich mit dir leben darf. Also dieses Loben und Danken in der Ehe, dann Freizeit, bin ich bloß so als Sklave meiner Freizeit oder lebe Freizeit wirklich bewusst und so weiter. Also ganz pragmatische Sachen. Es gibt ja diesen schönen Spruch, der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert. Ist man da nicht sehr negativ gestimmt, wenn es mal wieder nicht geklappt hat, dass man seine Vorsätze eingehalten hat? Und was kann man dann tun? Nein, ich habe es schon vorher gesagt. Man muss immer wieder dieses Probier's mal. Man muss dranbleiben und immer wieder versuchen. Und es muss eben, wie ich schon gesagt habe, nicht diese Jahreszeit. Ich habe es auch schon mal erlebt. Also ich war schon wesentlich mehr und habe dann irgendwann war die Zeit, wo ich gesagt habe, jetzt kann ich mal abnehmen. Dann habe ich ziemlich Kilo abgenommen. Und diese Freude, wo man anschließend hat, wenn man solche Veränderungen geschafft hat, die sind ja gigantisch. Und die verändern auch unser Leben. Weil das Problem ist ja, wenn wir nicht mehr uns verändern, dann werden wir gelebt von Werbung, von Familie, von Job und so weiter. Also wir müssen uns immer wieder verändern zum Besseren hin. Also dass wir ein glückliches, ein gelingendes Leben haben, das Leben, das wir eigentlich leben wollen. Nur als Beispiel, wenn ich jetzt mit 80 auf einer Parkbank sitze und schaue so mein Leben zurück, habe ich wirklich mein Leben gemacht? Habe ich wirklich mein Leben, das, wo ich mir so erhofft, erträumt habe? Klar gibt es viele Veränderungen, die wo einfach von außen kommen, aber wir müssen immer wieder schauen, dass wir das Leben leben, das uns so wichtig ist und das wir wollen. Und da braucht es Veränderung. Und wenn wir das nicht einüben und nicht machen, dann werden wir gelebt. Vielleicht als letzte Frage noch. Was haben Sie sich ganz persönlich vorgenommen dieses Mal? Ja, ich habe immer was. Das ganze Buch sind lauter Sachen, wo ich immer wieder lebe. Es gibt ja ganz profane Sachen, wo ich immer wieder dran arbeite. Da gibt es ja diesen Satz, Sie sind eine wunderschöne Frau, aber... Und ich habe mal in so einem Kurs mitgemacht und die sagen, dieses Aber macht das ganze Lob vorher kaputt. Und dann versuche ich immer, Sie sind eine schöne Frau, vielleicht könnten Sie noch freundlicher sein oder vielleicht könnten Sie noch und so weiter. Also, dass man dieses Aber, und das ist, aber das sind praktisch 40 Sachen, an denen ich immer wieder kämpfe. Herr Greiter, danke fürs Gespräch. Es war mir ein Vergnügen. Dankeschön. Wer in Deutschland lebt, lebt in einer gewissen Sicherheit. Es gibt Sozialversicherung, Arbeitslosengeld und vieles mehr. Aber es gibt auch Menschen, die Hilfe in den unterschiedlichsten Situationen brauchen, in denen ihnen keine Ämter helfen können. Sei es eine alleinerziehende Mutter, die den Alltag mit ihren drei Kindern und dem Job alleine regeln muss, oder eine Dame, die in ihrer neuen Heimat Deutschland mit vielen Herausforderungen kämpft, weil einfach alles anders ist. Diese Menschen profitieren von einem Projekt der Caritas in Kempten, den ehrenamtlichen Familienpaten. Matthias Lengs fällt auf dem Weg zu seiner Klientin Yusra Mekhawi. Er ist Rentner und kommt regelmäßig hierher, um nach dem Rechten zu sehen. Der ehemalige Physiker engagiert sich als Familienpate in Kempten und hilft dabei Menschen, die Probleme haben, ihren Alltag zu bewältigen. Es geht mir gut im Sinne von, ich freue mich, was ich da alles tun kann und wo ich auch Einblick bekomme.
Also das sind ja unendlich viele verschiedene Lebenssituationen. Malerarbeiten bei einer alleinerziehenden Mutter oder einen Teppich wo rausreißen oder Gardinenstangen aufhängen. All das sind ja Dinge, die ich auch getan habe, teilweise zusammen mit anderen Paten. Manchmal geht nichts zusammen, da merkt man mit den Klienten, da ergibt sich jetzt nicht so das leichte Verhältnis. Ist ja auch erlaubt. Und dann gebe ich sozusagen meinen Job wieder ab. Und manchmal ist es dreimal und dann ist es vorbei, weil die gerade erbetene Arbeit getan ist. Das ist bei Yusra Mekawi aber nicht der Fall. Schon seit 4 Jahren hilft Matthias Längsfeld der gebürtigen Libanesin bei ihrer Korrespondenz mit Ämtern, Banken und allem, was sonst noch anfällt. Die 61-Jährige kann auf Deutsch weder schreiben noch lesen und ist ihrem Paten für die Hilfe sehr dankbar. Der Herr Matthias, die Briefe, ich kann nicht lesen, meine Kinder keine Zeit, die viele Arbeit, der hatte Kinder auch. Und ich brauche die Hilfe von Herrn Matthias mit den Briefen, die kommen und lesen, das Problem, das gar nichts, mit auch der Bank, die Papiere von Bank. Das Projekt der Familienpaten wird von hier aus organisiert. In den Räumen des Caritasverbandes in Kempten können sich die Familienpaten vorstellen und bekommen hier auch eine Ausbildung. Die Paten, die zu uns kommen, die kriegen 5 bis 6 Abende in die Schulung, wo es um die verschiedenen Themen geht, mit denen sie in ihrer Tätigkeit konfrontiert werden könnten. Also zum Beispiel Schuldeninsolvenzberatung, das ganze Thema Armut, Umgang mit Ämtern und Behörden, Jobcenter. Es geht um Migration und Menschen, die aus anderen Ländern kommen. Es geht um Senioren. Es geht um Themen, die Kinder und Familien haben, sodass sie einfach einen Eindruck kriegen von all den Tätigkeiten, die auf sie zukommen könnten, um nachher einfach zu wissen, das will ich machen und für den Personenkreis will ich tätig sein. Einmal im Monat treffen sich alle Familienpaten und sprechen über ihre Erfahrungen mit den Klienten. Wo hakt es noch? Was kann besser werden? Oder wo sollten am besten die hauptamtlichen Mitarbeiter der Caritas eingreifen? Für viele der ehrenamtlichen Paten ist die Arbeit mit hilfsbedürftigen Menschen eine große Bereicherung. Als ich wirklich zu der Frau kam, war einmal die Frau sehr verwahrlost, die Wohnung verwahrlost. Und nachdem das jetzt wirklich über die ganze Zeit gut lief, inzwischen ist jetzt auch die Caritas dabei, die die hauswirtschaftliche Versorgung macht und einmal wöchentlich duschen. Und es macht jetzt richtig Freude, dorthin zu kommen. Es ist aufgeräumt, es ist sauber. Die Frau ist sehr gesprächsbereit und hat gebeten, dass ich weiterhin zu ihr komme, einfach um das soziale Reden, Kaffee trinken haben wir heute gemacht und Kuchen gegessen und das tut ihr einfach gut. Das ist unheimlich wichtig. Es wär toll, wenn sich da noch andere Menschen mit dazu engagieren und hier mitmachen, weil einfach Leute dabei sind, die einfach wirklich nichts machen können. Die eine Türkin, die kann nicht laufen, die hat es im Kreuz, die kann eine Viertelstunde stehen und das ist einfach ein super Gefühl, wenn man ihr dann da helfen kann und das auf die richtige Reihe bringt. Einfach ein tolles Gefühl dabei. Und das, wenn noch mehr mitmachen, wäre das eine tolle Sache, weil die kriegen auch ein gutes Gefühl. Dort, wo die professionellen Hilfsorganisationen wie zum Beispiel die Caritas, das Rote Kreuz oder das Sozialamt nicht mehr weiterhelfen können, sind die Familienpaten am Zug. Die Caritas-Mitarbeiterin Pia Zink weiß, dass die Familienpaten das leisten können, was hauptamtliche Berater nicht können. Familienpaten haben erstmal einen ganz anderen Zugang zu den Leuten. Die haben nicht diesen Status, dass sie ein Amt sind oder von irgendeiner Stelle. Also es gibt dem Ganzen was Normaleres. Da werden die Leute dann weniger abgestempelt, als wenn jemand sagt, ah, die gehen zu einer Stelle und holen sich da Hilfe. Diese Beziehung, die sich zwischen dem Paten und dem Hilfesuchenden entwickelt, das ist so die Basis, auf der das ganze Projekt eigentlich auch ruht und auf der das einfach vorwärts gehen kann. Also die Beziehung ist sozusagen die Grundlage für die Zusammenarbeit von den beiden hinterher. Auf dieser Grundlage arbeiten auch Matthias Längsfeld und Yusra Mekawi zusammen. Frau Mekawi war die erste Klientin, die Matthias Längsfeld zu Beginn seiner Tätigkeit als Familienpate übernommen hat. Mittlerweile kommt er nur noch einmal im Monat vorbei und erledigt, was gerade ansteht. Für Yusra Mekawi war und ist seine Hilfe unersetzlich. Das war's von uns für diese Woche. Schön, dass Sie wieder mit dabei waren. Ich freue mich schon auf nächsten Sonntag. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.